Ich leg mal einfach los. Ich erlaube es mir mal. Und zwar, in dieser Woche wurde bekannt, beziehungsweise hat bestimmt jeder mitbekommen, dass jetzt auch diese Protestcamps an deutschen Universitäten stattfinden, die sich da ja protestierend zum Gaza-Krieg und vor allem zu der Haltung der jeweiligen Regierungen in den USA natürlich, der USA bei uns, der deutschen Regierung und auch des Europas, protestierend da aufstellen. Und da, dort gab es dann auch große Räumungen, große Reaktionen. Und ja, das ist so ein bisschen mal der Aufhänger, einfach mal wieder, das haben wir jetzt auch eine Weile gemacht, nicht gemacht, mal wieder einen kurzen Überblick zu geben, wo wir eigentlich gerade sind, was den Krieg in Gaza angeht und die Fortschritte der deutschen und westlichen Staatsräson, der israelischen vielleicht auch. Gucken wir uns mal an, was es da ja zu besprechen gibt. Vielleicht kurz zur Vorgeschichte und Kontext der Ereignisse genau aus dieser Woche. Seit Wochen eigentlich drängt Israel schon darauf, dass die eine Invasion in Rafah starten wollen. Also das ist die südlichste Stadt, der südlichste Bereich in Gaza, der direkt auch angrenzt an den Grenzübergang in Rafah, der mittlerweile auch schon tatsächlich von Israel eingenommen wurde. Das hat sich alles immer sehr lautstark von Netanyahu und seinen spaßigen Ministern gegeben. Die haben eigentlich dann auch schon angekündigt, dass selbst wenn das gegenwärtig stattfindende, die gegenwärtig stattfindenden Waffenstillstandsabkommensverhandlungen, das ist ein so ein deutsches Wort, wenn die erfolgreich sein sollten, wird es trotzdem die Invasion in Rafah geben. Und es war nicht richtig klar, wie meint der Netanyahu das eigentlich? Also wenn es dann so einen Waffenstillstand gibt, heißt es dann, dass der Waffenstillstand erstmal eingehalten wird, aber dann irgendwie danach die Invasion in Rafah stattfindet? Oder heißt es, dass er trotz Waffenstillstand reingeht? War nicht so richtig klar. Er wollte sich offensichtlich nicht so richtig festlegen. Viele Leute haben das als einen Verhandlungsmove eigentlich gebracht, identifiziert oder analysiert und haben gesagt, naja, da finden halt gerade Verhandlungen statt bezüglich dieser Waffenstillstandsabkommen oder des Waffenstillstandsabkommen, auch darüber, wie permanent das sein soll oder nicht, wie lange das gehen soll und welche Geiseln dort freigelassen werden auf beiden Seiten. Und ja, das wäre dann quasi so eine Art Druckmasche von ihm gewesen. Plötzlich, lange Zeit war dann so ein Waffenstillstandsabkommen auf dem Tisch. Hamas hat sich da so ein bisschen quergestellt. Da wurde dann auch darüber gesprochen, dass die Hamas intern ein paar Streitereien haben könnte bezüglich der Qassam-Brigaden, die quasi der militärische Arm der Hamas sind in Gaza und natürlich der Hamas-Führung, die in Katar sitzt. Und deswegen hat sich das lange hingezogen und eigentlich hat niemand mehr erwartet, dass da irgendwas draus wird. Dadurch, dass Hamas das so lange hingezogen hat, wurde eigentlich gesagt, ja, das ist wahrscheinlich, werden sie jetzt bald rauskommen und sagen, dass sie das gegenwärtige Abkommen so nicht annehmen werden. Dann, ich glaube, am Sonntag war das oder vielleicht sogar am Montag, Mittag oder so, kam Ismail Haniyeh raus und hat gesagt, nee, doch, wir nehmen das an. Und zwar das letzte Waffenstillstandsabkommen, das vereinbart wurde mit den USA. Ich glaube, das war in Katar oder in Ägypten. Ich bin jetzt gerade mir nicht ganz sicher, wo das war. Was die USA ganz vorneweg quasi gebrokert hatten zwischen den verschiedenen Parteien und auch sich stark für eingesetzt haben. Auch israelische Parteien waren anwesend, aber man muss schon sagen, dadurch, dass die Israelis immer mehr darauf gepocht hatten, in den letzten Wochen in Rafah auch einzumarschieren, haben sie bei dieser letzten Wochenende, so wie ich das gelesen habe, nicht mehr die Hauptverhandler, also die Hauptunterhändler des Mossad dahin geschickt, sondern haben irgendwelche zweitklassigen Leute dahin geschickt, die eigentlich dann auch gar nicht mehr richtig Entscheidungsbefugnis hatten. Auf jeden Fall kam Haniyeh raus und sagte, ja, wir nehmen das an. Jetzt liegt der Ball in Israels Court quasi, in Israels Feld. Ja, die Hamas lenkte also letztendlich ein auf Drängen von den USA, Katar und Ägypten. Und Israel war dann, ja, quasi so ein bisschen im Zugzwang. Da war dann die Idee, ja, was wird denn Israel denn jetzt machen? Die müssten das jetzt eigentlich akzeptieren. Lange Zeit war erstmal Funkstille. Und letztendlich wurde Israel durch das Hamas-Angebot, diesen Waffenstillstand anzunehmen, so ein bisschen an die Wand gestellt. Also entweder Waffenstillstand jetzt annehmen, mit mehr oder weniger den Forderungen, die sie wollten. Jetzt ist es so, dass dann rausgekommen ist, dass die Forderungen doch nochmal in den letzten Verhandlungen mit den Amerikanern ein bisschen abgeändert wurden, als die
anscheinend Netanyahus Kabinett abgesegnet hatten. Da geht es dann so ein bisschen darum, da sollten zum Beispiel gleich am Anfang 30 Geiseln, nee, doch 30 Geiseln freigelassen werden. Und da ging es dann darum, um die Frage, wie viel davon sollen denn lebendig und wie viel tot sein? Also wie viel sollen quasi die Überbleibsel von irgendwelchen Leuten sein, die dort umgekommen sind? Und da hatte Israel wohl das so verstanden, dass die alle lebendig sein sollen. Also sie wollen nicht nur die Toten, sondern sie wollen 30 wirklich lebendige Geiseln raushaben. Und anscheinend wurde gesagt, dass das jetzt beides sein soll. War ja auch erstmal nur der erste Schritt. Und dann sollten in der Folge alle 3 Tage mehr Geiseln freigelassen werden über eine Folge von Wochen hinaus. Und auch die Geschwindigkeit, wie da Geiseln freigelassen worden sind oder worden wären, war wohl anscheinend nicht das, was Israel meinte. Zumindest stellt sich Israel dazu so und sagt, das war dann nicht das, was wir wollten. Und lehnte dann explizit haben sie das tatsächlich noch gar nicht gemacht, also im Sinne von, wir lehnen das explizit ab und wir brechen auch die Verhandlungen wieder ab. Nein, die Verhandlungen dauern bis heute eigentlich noch an, aber implizit lehnten sie das ab, indem sie dann einfach die Offensive auf Rafah starteten. Ein bisschen bewahrheitet sich damit das, was andere Leute über Netanyahu und sein Kriegskabinett gesagt hatten, dass im Endeffekt er doch eigentlich aus ist auf Krieg, auf diesen Krieg und auf ja, die Ausmerzung jeglichen Widerstands vielleicht in Rafah auf Gedeih und Verderb und eigentlich auch ja, selbst bei aller Unmöglichkeit, diese Operation in irgendeiner Form auch nur ansatzweise ja, zivil oder völkerrechtlich konform irgendwie durchzuführen, er trotzdem drauf besessen ist, das Ding durchzuziehen. Ja, genau, zu den Unterschieden in den Abkommen habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Man kann auch sagen, also ist es so ein bisschen diese Idee, dass das Verhandlungsmittel war, dass er ja die ganze Zeit gesagt hatte, er will nach Rafah rein. Andererseits gibt es auch innenpolitische Zwänge für Netanyahu, die man auch nicht vergessen darf. Ja, das merkt man auch immer wieder, wenn so Leute aus seinem Kabinett sich zu Wort melden, wie zum Beispiel Smotrich, der jetzt letztens erst gesagt hat, das kann ich mal vorlesen, das ist ganz interessant. Also, das war Ende April, da hat Smotrich gesagt, Smotrich ist der Finanzminister, ja, es gäbe keine Half Measures, also keine halben Sachen quasi. Wir müssen Rafah einnehmen und Deir al-Balah und Nusayr al-Hirat, totale Vernichtung, total annihilation. Wir müssen jede Erinnerung an das Volk der Amalek unter dem Himmel tilgen. Und das Volk der Amalek, wenn man sich erinnert, das war auch Teil einer der Reden von Netanyahu, das ist dieses, ja, dieses üble Nomadenvolk, dieses böse Nomadenvolk aus dieser biblischen Geschichte, auf das er sich hier bezieht. Und das ist wirklich nur einer von vielen Leuten, die sich natürlich mit solchen genozidalen Fantasien dann irgendwie und Vernichtungsfantasien dann aufstellen. Und die sitzen ihm natürlich im Rücken. Und auch viele seiner, ja, seiner Wähler sitzen ihm genau mit diesen Forderungen im Rücken. Hat wohl jetzt letztens eine Umfrage gemacht, ist nicht, doch ist schon ein bisschen her, ist vielleicht ein Monat her, aber 60% der Israelis, die zumindest an dieser Umfrage, 60% der Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, sind der Meinung, dass die Operation in Gaza nicht weit genug ging und mehr Zerstörung in Gaza, mehr Vernichtung in Gaza stattfinden sollte. Da muss man sich echt fragen, wie geht denn eigentlich da mehr? Irgendwann ist ja auch immer gut so, aber nee, die wollen auf jeden Fall noch mehr und das weiß Netanyahu auch. Das heißt, da gibt es auch einen internen Druck und Netanyahu ist, manche sagen, durch so eine Art quasi Verlust eigentlich dieses Krieges, weil die Kampfkraft der Hamas besteht weiterhin im Sinne von seine Ziele, die er sich gestellt hat, zumindest die er kommuniziert hat, nämlich Hamas komplett zu vernichten, die sind nicht mal ansatzweise erledigt. Sie selber reden davon, dass sie 12.000 Hamas-Kämpfer neutralisiert haben, getötet haben. Nun hat Hamas, die Schätzung ging von 30.000 bis 40.000 Kämpfer, die alle noch im Gazastreifen sind. Wenn die 12.000 korrekt sind, dann haben die davon jetzt, wie gesagt, dann noch quasi zwei Drittel übrig. Das heißt, der Kampf ist noch lange nicht gewonnen. Das sieht man auch. Gestern gingen wieder 30 Raketen Richtung des Grenzübergangs diesmal, der ja eingenommen wurde von den Israelis. Also die Idee, dass sie da irgendwas erreicht hätten im Sinne der Kriegsziele, die die sich da gestellt hatten, die ist lange vom Tisch. Und ja, da gab es auch viele Strategen, die eigentlich schon von dem ersten Monat, zweiten Monat an gesagt haben, das ist eigentlich auch gar nicht möglich, weil der Widerstand der Hamas halt so sehr verzahnt ist in dieser Gesellschaft und auch territorial einfach in diesem Land und auch was diese Tunnelnetzwerke angeht, so ausgefeilt ist, dass man da eigentlich diese Art der Kriegsziele, die der sich gesetzt hat, nicht hinkriegt. Und das weiß Netanyahu, weil diese Art von
Kommentare, die kriegt er auch aus seiner eigenen Bevölkerung, von seinen eigenen Fans oder von den Leuten, die eigentlich meinen, dass er noch nicht weit genug geht. Die sagen nämlich, wenn du jetzt bei Rafah Halt machst und da nicht reingehst, dann gestehst du die Niederlage ein. Und das ist halt was der Netanyahu sich dann vielleicht eventuell dann auch nicht erlauben will. Deswegen könnte man sagen, vielleicht macht er jetzt dann auch so ein bisschen diese, ja, ich werde gleich darüber reden, kleine Offensive oder nicht, langsame oder schnelle Offensive. Auf jeden Fall haben sie jetzt Rafah besetzt. Die Grenze wurde eingenommen. Ich habe hier mal so ein paar Videos vorbereitet, einfach damit man das sich doch auch mal irgendwie zu Gemüte ziehen kann, wie das aussieht. Gib mir kurz den Moment, dass ich den Bildschirm share. Ja, dann haben sie direkt am ersten Tag haben sie die ersten Bilder gezeigt, wie sie in Rafah direkt an der Grenze, an dem Grenzübergang gibt es so ein Isle of Gaza oder einfach nur so ein Gaza mit so einem Location-Pin von der Map, wie sie mit einem Panzer drauf zielen und den erstmal überfahren, annihilieren, zerschießen. Da gibt es einige Videos, wie sie sich dann quasi hier demonstrativ, hier sieht man das Isle of Gaza. Das ist ein recht berühmtes Zeichen, das gibt es auf vielen Fotos. Da wird dann jetzt erstmal einfach drüber gefahren. Und das war natürlich dann, ich glaube, Dienstag früh waren das die ersten Bilder, die dann auch im israelischen Fernsehen liefen. Ja, wir sind jetzt in Rafah. Also der Grenzposten wurde übernommen. Reicht das mal, nehme das Bild mal raus. Interessanterweise ein lustiger Artikel, der mir dazu unterkam. Fatz, muss man auch sagen, geht es eigentlich noch? Fatz schreibt einen Artikel über genau die Situation, nämlich dass Israel in Rafah einzieht und Israel nimmt über Nacht den einzigen Übergang aus Gaza nach Ägypten ein, steht hier. Wie es mit der Versorgung der Menschen weitergeht, ist ungewiss, schreiben Christoph Erhardt und Alexander Haneke. Ja, das ist natürlich der einzige Übergang, wo noch Hilfen nach Gaza überhaupt irgendwie reinkamen. Andererseits muss man ja sagen, ungewiss ist das sicherlich nicht. Man kann sich ja auch mal einfach vergegenwärtigen, als die Grenze noch nicht eingenommen wurde von Israel, wie viel an Versorgung in dieses Land hineingelassen wurde und dort eigentlich gerade eine Hungerkatastrophe ausbricht. Vor dem Hintergrund, dass die Grenze natürlich voll unter Kontrolle nicht der Israelis, sondern der Hamas vielleicht war. Soll man jetzt glauben, dass es denen deswegen besser ging, aber erst jetzt ist man besorgt. Hier mal ein Beispiel. Das ist auf dem Weg aus Jordan, kommen so Konvois aus Jordanien kommen so Konvois an und die werden dann halt einfach in Israel, mitten in Israel, also gar nicht an der Grenze zu Gaza oder so, sondern mitten in Israel einfach von protestierenden so Siedlergruppen aufgehalten, die halt der Meinung sind, nee, die Gaza-Leute, die haben die Gazaouis haben kein Wasser und kein Essen verdient. Also das geht auch ganz anders, dazu muss man keinen Grenzübergang einnehmen, da muss man sich nicht groß besorgen darüber, beziehungsweise vielleicht schon ein bisschen früher besorgen. Ja, und dann kam auch an demselben Tag, an dem Dienstag, die ersten Bilder rum. Rafah ist mittlerweile eine Zeltstadt, es gibt eine Animation, die habe ich gerade erst vorhin gesehen, die kann ich jetzt aber nicht zeigen, weil ich den Link jetzt nicht habe. Aber man kann sich das ja wirklich so vorstellen, dass die Invasion begann ja im Norden. Ja, und hat sich dann langsam über die letzten 7-8 Monate nach unten fortgeschritten, sodass alle, ja, die meisten Leute, die vertrieben wurden aus dem Norden und aus dem Zentrum Gazas, mittlerweile sich im Süden befinden. Das sind ungefähr 2 Millionen Menschen, die sich da jetzt befinden. Und selbst wenn man sich den Süden Gazas vorstellt, wurden die quasi von Osten, wurde so eine Pufferzone aufgebaut und die wurden sehr, sehr weit Richtung Meer gedrängt. Ja, die Animation muss ich jetzt nicht zeigen, ist okay. Vor dem Hintergrund ist es natürlich so, die meisten Leute dort sind einfach jetzt mittlerweile schon mehrfach vertrieben und leben da einfach in Zeltstätten. Das sind riesige Zeltstätten. Ja, und dann kann man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn da jetzt Artilleriefeuer, Panzerfeuer und Raketenfeuer losgeht. Und ja, genau das geht jetzt auch los. Das zeige ich euch vielleicht mal hier. Ist nichts, ist kein goriger Inhalt, den ich euch jetzt zeigen werde, aber hier kann man mal sehen, boom, wieder auf Zeltstätte quasi mit Artillerien geballert wird. Ja, das ist natürlich dann jetzt Inhalt dieser Operation. So ging das also weiter.
Und natürlich meldeten sich dann sofort die USA, die sich übrigens groß aufgestellt haben, als diese Waffenstillstandsvereinbarung von der Hamas angenommen wurde, haben sich die USA schon sehr gefreut. Und Biden hat sich, es gibt sogar einen Twitter-Account, der heißt Biden Wins. Und also da geht es um die Biden-Präsidentschaftswahl. Biden wird gewinnen. Und der hat sich dann natürlich sofort hingestellt als, ja, Biden, der neue, der hat den Nahostkonflikt gelöst, so quasi in der Richtung, ja. Aber die USA haben sich natürlich erstmal ja, nicht besonders fröhlich gezeigt. Sie haben erst sofort nochmal gedroht, nicht in Rafah einzuziehen. Und als dann die Invasion in Rafah stattfand, haben sie tatsächlich eine Waffenlieferung temporär on pause gesetzt. Also ausgesetzt, pausiert. Das ist tatsächlich das erste Mal, wo ich mich erinnern kann, dass tatsächlich Waffenlieferungen der USA an Israel ausgesetzt werden. Das ist natürlich dann ein riesen Fauxpas gewesen, ja. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, du zeigst hier Al Jazeera, wie kannst du, Al Jazeera ist hier Propaganda? Ja, klar, aber ihr wisst Bescheid. Das gibt es auch zum Beispiel bei France 24 oder so. Das findet man überall. Findet man bestimmt doch in den deutschen Nachrichten. Insofern, take it easy. Ja, Israel natürlich derbe frustriert. Hat dann sich auch sofort über einen israelischen Sekretär an den BBC gewandt und hat ein Interview gegeben und gemeint, das geht gar nicht und wie kann das sein und wie werden hier behandelt wie Verbrecher. Aber selbst auf Druck von Ben-Gvir, also Ben-Gvir dreht zum Beispiel richtig, richtig übel am Rad. Ich glaube, der kam, glaube ich, gestern erst raus, dieser Tweet von ihm. Aber der ist auf jeden Fall wertvoll. Hamas loves Biden. Sorry, aber mach weiter. Wow. Ja. Und Ben-Gvir natürlich auch hochrangiges Tier in der Regierung Israels. Aber ja, wie gesagt, Biden bleibt hart, hat sich, glaube ich, heute nochmal zu Wort gemeldet. Lass mich das kurz zeigen. Ja, auch in der Haaretz wird drüber geredet. Ja, vielleicht sage ich einfach, was er sagt. Er sagt im Endeffekt, ja, das wird jetzt ausgesetzt werden bis, und da ist dann die Wortwahl interessant, bis klargestellt ist, dass keine Major Operation, keine Major Invasion, also keine, wie sagt man auf Deutsch, Großoffensive. Großoffensive, no Major Offensive findet statt. Also vorher muss man sagen, waren die rote Linie, die von den Amerikanern und tatsächlich übrigens auch von den Deutschen gezogen wurden, war die rote Linie ein Einzug in Rafah. Jetzt, und das kann man dann ganz interessant, sowohl bei beiden als auch, und dazu kommen wir gleich, hat schon jemand gerade auf Twitch gesagt, in der Narrative dreht sich das alles ein bisschen und jetzt wird gesagt, nee, ja, was wir eigentlich meinten, ist die Großoffensive. Die Großoffensive soll nicht stattfinden. Rein dürfen sie schon, aber keine Großoffensive, bitte. Und ja, vor dem Hintergrund ist ja, die Schwammigkeit dieser roten Linien auch exemplarisch auf jeden Fall. Ja, ein paar Beispiele einfach von Leuten, die in Israel weiter durchdrehen. Also hier eine weitere Yalit Distel, eine weitere Politikerin, die schreibt: Say what you will because of Ben-Gvir, ja? Because of the, or say because of the votes in Michigan, or say because of Bibi, or because of the Qatari money on the campuses, or because of the extreme right-wing government, or because of ignorant students with purple hair in Colombia, or because of Biden, or because of the oil, or because of Cortez and Kamala, or Obama, or Smotrich, or Ilhan Omar, or Snow White's seven dwarfs. The result is the same result. The United States of America forbids Israel from defeating Hamas. They chose a side. And it's not our side. Also die Amerikaner sagt, also was auch immer die Gründe sein mögen, aber sagt, was ihr wollt, das Resultat ist das gleiche. Die Amerikaner, die Vereinigten Staaten Amerikas, verbieten Israel, Hamas zu besiegen. Sie haben damit eine Seite gewählt und es ist nicht unsere Seite. Ja, eine Politikerin im Knesset dreht durch. Hier habe ich mal ein kurzes Video. Können wir mal ein Video anschauen, auch wenn es ist natürlich Hebräisch. Versucht mal mitzulesen. Und ich übersetze es gleich auf Deutsch. Ist nicht zu sehen. Moment. Ja, mach mal. Du hast nicht geshared, das Bild. Du hast noch ein Ah, anderes geshared. ja. Bup. So. Okay. ארצות הברית מאיימת שלא תיתן לנו טילים מדויקים. וואלה, יש לי חדשות לארצות הברית.
יש לנו טילים לא מדויקים, ויש לנו את הזכות להתגונן. אז אולי במקום להשתמש בטיל מדויק ולהוריד חדר ספציפי, או בניין ספציפי, אני אשתמש בטילים הלא מדויקים שלי, ואני פשוט אמוטט 10 בניינים. 10 בניינים! 10 בניינים! זה מה שאני אעשה. ארצות ה... Ja, sie regt sich auf, Israeli MK und Likud Official Teil Gottlieb. Sie sagt, die USA, die bedrohen uns, dass sie uns keine Präzisionswaffen mehr schicken. Ah ja, wirklich? Ihr droht uns, dass wir keine Präzisionswaffen mehr bekommen? Wisst ihr was? Dann nutzen wir einfach Unpräzisionsraketen. Und anstatt jetzt ein, ja, weil die da so präzise unterwegs sind bisher, anstatt eine kleine Wohnung in einem Haus irgendwie. Sie haben doch nur Hamas erwischt bisher, oder? Genau. Anstatt nur ein Haus in die Luft zu jagen, sagt sie, anstatt nur ein Haus in die Luft zu jagen, jagen wir jetzt immer 10 Häuser in die Luft, ja? Können wir auch. Ja, so läuft das auf jeden Fall. Man sieht die Untertitel leider schlecht, wenn ihr unten rechts im Bild seid. Ja, tut mir leid. Sorry, habe ich jetzt gerade nicht sehen können, aber ich habe es ja gerade nochmal übersetzt. Ich glaube, der Punkt ist rübergekommen. Dann muss ich da jetzt auch nicht so lange mit aufhalten, weil es ist dann doch schon ein bisschen wahnsinnig. Gibt auch andere Beschreibungen davon, dass jetzt die USA irgendwie, die USA von allen, ja, also die Leute, die sich da irgendwie gerade für diesen Waffenstillstandsdeal eingesetzt haben anscheinend und halt wollten, dass das Ding langsam zum Ende kommt, dass die jetzt dafür verantwortlich sind, dass, höre zu, dass die Geiseln nicht befreit werden. Ja, da gibt es dann Vorwürfe. Ja, das verhindert einen Geiseln. Ja, Moment mal, aber der Waffenstillstand-Stil war gerade einer, wo uns darum ging, dass die Geiseln freikommen. Also, ergibt keinen Sinn. Ja, kennst du Kiff von Futurama immer dieses... Dementsprechend, ich habe schon von der Relativierung der roten Linien gesprochen, also die Major Offensive bei Biden, jetzt natürlich auch Thilo Jung in einer seiner doch sehr schätzenswerten Funktionen, nämlich als Interviewer bei diesen Regierungsverlautbarungen der Bundesregierung. Ein sehr interessanter Schlagabtausch, hören wir uns den mal an. Du hast schon wieder nicht geschert. Ja. Welche Konsequenzen sie jetzt ziehen, die Offensive läuft ja, das ist... Und warum betonen Sie immer, dass es keine Großoffensive geben soll? Letzte Woche war es ja immer keine groß angelegte Offensive. Ist denn das, was aktuell in Rafah läuft, seitens der Israelis, aus Ihrer Sicht eine kleine, mittlere oder große Offensive? Also Herr Jung, ich werde jetzt nicht anfangen, mit Ihnen hier in semantische Spiele einzusteigen, sondern ich sage das, was wir für die Bundesregierung, die Außenministerin, wir an dieser Stelle, aber auch andere Regierungsmitglieder bereits in Vergangenheit betont haben, dass es wichtig ist, dass es keine groß angelegte, Sie können auch das Wort angelegte in Klammern setzen, Großoffensive oder groß angelegte. Es geht darum, dass jetzt in dieser Stunde alles dafür getan werden muss, dass das just nicht passiert. Und dafür ist die Bundesregierung sehr engagiert in dieser Angelegenheit, in den Gesprächen, die stattfinden, auf den vergangenen Reisen. Und dass natürlich das, was dringend notwendig ist, dass Hilfe zu den Menschen nach Gaza kommt, wieder ermöglicht werden kann. Denn wir haben ja jetzt erlebt, dass vorübergehend Grenzübergänge geschlossen wurden und diese Hilfe muss dringend wieder hineingelangen. Frau de Schauer, Sie haben es ein paar Mal gesagt, dass es, sollte es zu einer Großoffensive kommen, was ist denn das aktuell, was die Israelis in Rafah machen, aus Ihrer Sicht? Eine kleine, eine mittlere Offensive? Die Frage hatten wir ja schon. Ja, hat sie ja nicht beantwortet. Ich habe die Frage beantwortet, Herr Jung, dass ich mit Ihnen keine Semantik-Spiele vornehme und habe Ihnen das sogar erläutert. Es gibt auch darüber Medienberichte, dass es militärisches Vorgehen, militärische Operationen, ich glaube, es ist der Osten Rafahs, vonstatten gehen und dann die Einnahme des Grenzübergangs Rafahs. Das ist die Sachlage, über die wir im Moment Erkenntnis haben. Und darüber hinaus würde ich jetzt noch mal auf meine erste Beantwortung Ihrer Frage verweisen. Ja, das spielen Sie ja, wenn Sie auf Großoffensive immer wieder anspielen. Sie meinten zur Nachvollziehbarkeit der Medienberichterstattung, verstehe ich Sie richtig, dass die Bundesregierung, was in Rafah passiert, nur aus den Medien verfolgt? Netter Versuch, lieber Herr Jung, das ist ja auch das Spiel über die Fragestellung über Erkenntnisse, die wir als Bundesregierung an dieser Stelle teilen. Ich habe alles, was sich im Zusammenhang mit der aktuellen sehr besorgniserregenden Lage, zu der sich die Außenministerin auch schon geäußert hat, sowie die Bundesregierung gesagt. Deutschland, du ja, Stück Scheiße.
Ist schon lustig, dass sie sich aufregt über sie. Ja, genau, PBB sagt es auch gerade. Es ist schon lustig, dass sie sich gerade aufregt über ein semantisches Spiel, wo eigentlich Deutschland bisher gesagt hat, dass sie auf gar keinen Fall dabei sein würden, wenn eine Offensive auf Rafah stattfindet. Und sie das jetzt aber semantisch relativieren, indem sie sagen, naja, wir meinten eine Großoffensive. Also, wenn man Großoffensive sagt und sagt, gegen eine Offensive habe ich was, aber gegen eine Großoffensive habe ich gegen eine Großoffensive habe ich was, aber gegen eine Offensive, die irgendwie kleiner ist, habe ich nichts. Da muss man das schon spezifizieren und das ist kein semantisches Spiel. Das semantische Spiel, das treibt ihr. Mhm. Und da hat der Thilo recht, auf jeden Fall. Also was ist der gegenwärtige Stand? Die Offensive in Rafah, die läuft. Die läuft übrigens auch nicht nur Richtung Osten, da wird auch Richtung Westen, also Richtung Meer auch schon bombardiert. Beziehungsweise da werden auch schon sogenannte Intrusions gemacht, also Raids, wie sagt man auf Deutsch so, Überfälle eigentlich mit so taktischen Teams, die da reinfahren. Die Verhandlungen werden aber trotzdem weitergeführt. Man muss ja eins sagen, Anfang der Woche schien es für einen Moment sehr, sehr nah, mit der Einwilligung der Hamas schien es für einen Moment sehr, sehr nah, dass da so ein Waffenstillstand zustande kommt. Also es könnte schon gut sein, dass jetzt dieser Move, diese kleine Offensive, ja, wie wir das mal nennen würden, dass die tatsächlich vielleicht so eine Art letztes politisches Manöver von einem Netanyahu ist, bevor der quasi dann den Krieg als, ja, zumindest erstmal stillgestanden proklamiert. Um quasi noch den letzten vielleicht kleinen Sieg zu claimen zu können und sagen zu können, ja, wir sind auch nach Rafah und auch da haben wir noch wen erwischt und so. Eventuell versprechen die sich sogar noch den ein oder anderen, die ein oder andere Führungsperson da mitzunehmen oder so. Und so kann er das dann vielleicht dann doch noch als Sieg nach innen hin, nach Israel hin claimen und gleichzeitig ja quasi seine mordlüsterne Wählerschaft und auch seine Regierungsmitglieder da mit der kleinen Operation in Gaza befrieden, die ja mittlerweile schon ganz offen ankündigen, dass sie eigentlich unter einer kompletten Vernichtung der Region gar nicht zufrieden sein werden. Aber ja, das bedeutet, dass vielleicht jetzt nach nun fast 40.000, offiziell fast 40.000 Toten, wahrscheinlich letztendlich 50.000, weil alle Schätzungen sagen, dass vielleicht noch so 10.000 unter den Trümmern liegen, vor allem im Norden und so. Ja, und so ziemlich eine der rücksichtslosesten und brutalsten Kriegsoperationen gegen eine Zivilbevölkerung. Seit dem Zweiten Weltkrieg scheint jetzt vielleicht doch ein Waffenstillstand dann nicht mehr in allzu weiter Ferne und ein bisschen Ruhe vielleicht auch dann tatsächlich greifbar. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch nochmal eskaliert und das alles Quatsch war, was ich jetzt gerade sage. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das dann vielleicht doch nochmal in eine Richtung entwickelt in den nächsten ein, zwei Wochen. Naja, aber währenddessen soll man sich da auch nicht zu große Hoffnung machen, weil währenddessen schreitet auch in der Westbank und in Israel die ethnische Säuberung voran. Und die lassen keinen Zweifel daran an der unveränderten, ja, eliminatorischen, zionistischen Staatsräson, die verfolgen. Da werden sowohl jetzt Leute aus dem Negev, 300 Häuser im Negev, in der Wüste Israels, wo Beduinen leben, platt gemacht, als auch 3.500 palästinensische Häuser in Hebron platt gemacht, um dort halt mehr Platz für Siedlungen zu errichten. Auch davon habe ich hier ein paar Videos, aber die muss ich jetzt nicht zeigen. Ob also das israelische Regime letztendlich dann bei so einem Waffenstillstand bleiben würde und ob da tatsächlich überhaupt irgendwas bei rauskommt, was den Menschen in Gaza irgendwie hilft, das mag schon bezweifelt werden. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Aufhänger, über den wir gerade gesprochen hatten, nämlich die Proteste. Unter dem Motto All Eyes on Rafah bildeten sich Protestcamps, vor allem erstmal in den USA, an dieser großen Columbia University war das größte. Da richteten sich Studierende, die errichteten Protestcamps auf dem Campus ihrer Universitäten. Das hat sich mittlerweile auch auf Deutschland ausgebreitet. Sie besetzten zentrale Gebäude der Hochschulen. Und die forderten dann die Leitung ihrer Universitäten auf, ihre Kooperation mit den israelischen Einrichtungen, insbesere jenen des Militärs, des militärisch-industriellen Komplexes, umgehend zu unterbrechen. Das waren mehr oder minder, ja, es gibt nochmal andere Forderungen, darüber rede ich gleich, aber ich zeige euch vielleicht erstmal, wo es mittlerweile diese ganzen Proteste schon gibt. Also wenn man sich die USA anschaut, fing wie gesagt in Columbia an, hat sich mittlerweile über die ganzen Vereinigten Staaten ausgebreitet. Ich glaube auch diese Map ist nicht mehr aktuell, wird aber gleichzeitig auch brutalst, also wirklich brutalst. Also wenn sich irgendjemand mal die Frage gestellt hat, warum die Deutschen eigentlich so brutal vorgingen gegen Palästinenser oder israelkritische Demos, sage ich mal, schaut mal in die USA. Das ist gar nicht so viel besser dort auf jeden Fall.
in Deutschland und Europa bricht das mittlerweile aber auch aus. Angefangen hat es, glaube ich, in Frankreich und mittlerweile verteilt sich das auch wie so ein kleines Lauffeuer. Auch in Deutschland hatten wir was, in Bremen, in Berlin, in Wien gab es was und ja, wie gesagt, Frankreich, Italien, England, selbst in, das ist Norwegen? Nein, das ist Schweden, Entschuldigung, das ist Norwegen. Ne? Nee, umgekehrt. Schweden, Norwegen, so. Finnland ist, ihr habt ja den Mauszeiger nicht gesehen, deswegen wisst ihr nicht, wo ich ihn gezeigt habe. Also, ich hoffe zumindest, dass ihr den Mauszeiger nicht identifiziert habt. Wow. Ja, die Studenten, die protestierten also lautstark gegen, ja, das planvolle Aushungern der Palästinenser in Gaza, die flächendeckende Zerstörung ihrer Wohnhäuser, die systematische Vernichtung der zivilen Infrastruktur samt der Krankenhäuser und ja, der Ärzte, die Ermordung von über 100 Journalisten, die gezielte Ermordung internationaler Helferinnen und die Tötung von etwa 35.000 Menschen, wie gesagt, jetzt an die 40.000, überwiegend tatsächlich Frauen und Kinder durch die israelische Armee. Des Weiteren richteten sich der Protest gegen die tatkräftige finanzielle, diplomatische und im Falle der USA und Deutschlands auch ganz wesentlich militärische Unterstützung des Krieges von Benjamin Netanyahu gegen Gaza. An den Protesten beteiligten sich dann explizit auch jüdische Aktivisten, die gegen Israels Verstoß gegen die Menschenrechte, die Genfer Konvention, zahlreiche bindende Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates protestierten und sich unter der Parole Not in my name, also nicht in meinem Namen, gegen ihre Vereinnahmung für die Gewaltorgien des israelischen Kriegskandidats stellten. Insofern mal ganz kurz was zu diesem Vorwurf, der dann immer wieder gebracht wird, der pro-palästinensischen Demos. Also, wenn man sich da hinstellt und sagt, man findet es scheiße, man will das nicht, dass Leute auf diese Art und Weise in Gaza oder sonst wo behandelt werden, dann ist man noch lange nicht pro-palästinensisch. Es mag ja sein, dass da irgendwelche Nationalisten sind, meinetwegen auch, mag es sein, dass es hier den einen oder anderen Hamas-Anhänger oder so gibt, der sich auch an diesen Demos beteiligt, aber nur, weil man sich hinstellt und sagt, man, selbst wenn man sich affirmierend irgendwie zu diesen Menschenrechten stellt und sagt, man will, dass die Menschenrechte eingehalten werden oder meinetwegen das Völkerrecht oder so, ist man noch lange nicht automatisch ein Anhänger eines palästinensischen Staates, schon gar nicht der Hamas, und muss sich irgendwie als pro-palästinensisch sehen. Also man muss sich auch einfach mal verabschieden, wenn man sich über solche Sachen aufregen will, dass jede Aufregung, jeder Ausdruck davon, dass man irgendwas scheiße findet, einfach weil man sich das anguckt und sagt, was ist das denn eigentlich für ein Dreck, ja? Dass das immer sofort eine Seitenbekundung sein soll für die eine oder die andere Seite. Also das ist einfach ein Unsinn. Insofern einfach der erste Einwurf gegen diese Leute, die jetzt natürlich wie wild in den Medien wettern gegen diese Demos, Pro-Palästina-Demos. Widerlich, dieser Standpunkt! So ist es. So. Die Hochschulleitungen haben in den USA natürlich dann auch genauso reagiert wie hier in Deutschland. Und zwar nach dem altbewährten Muster. Zunächst gab es eine Verurteilung und eine Diffamierung des Protests als antisemitisch, gewaltbereit, etc. pp. Dann in den USA wurde gesagt, da sind so Hostile Actors sind da irgendwie mit drin. Also die haben sich da irgendwie reingeschleust. Da wurde natürlich immer drauf hingedeutet, dass da irgendwelche Hamas-Agenten drin sind und die steuern das alles und die armen Studenten, die lassen sich da irgendwie an den... Die Namen haben auch Katjuschas dabei, ganz total heimlich. Geil. Ich habe den letzten Sketch von John Oliver dazu gesehen, wie der sich darüber aufregt, dass der eine Senator aus Texas, glaube ich, dass der sich richtig darüber aufregt, dass die alle Zelte haben, weil die haben halt alle mehr oder weniger so die gleiche Form von Zelten. Und dann sieht man halt, okay, die haben die irgendwie zusammenbestellt oder so. Und er sagt dann so, das kann doch nicht sein. Also die haben alle die gleichen Zelte. Die müssen sich doch organisiert haben. Und der John Oliver regt sich halt so darüber auf, sagt einerseits, ja, das ist ein politischer Protest. Die sind organisiert, Nummer eins. Nummer zwei, das Zelt, was die da alle haben, dieses scheiß grüne Zelt, das ist das billigste Zelt, was du auf Amazon finden kannst. Das ist einfach, wenn du auf Amazon und wenn du dann auf Amazon suchst nach cheap, shitty tent, dann ist das Treffer Nummer eins. Das ist so, wie denn jeder Studenten-WG halt die halbe IKEA-Ausstattung halt immer da ist. Ja, aber das, für ihn ist das schon ein Hinweis darauf, dass das unterwandert wurde. Naja, auch die, wie gesagt. Steckt Putin dahinter? Vielleicht am Ende ist es dann doch noch der Putin, genau. Ich meine, der 7. Oktober war sein Geburtstag, vergiss das nie.
Anschließend dann Einsatz der Polizei und der Nationalgarde, also in den USA ganz krass militarisiert niedergemacht, diese Proteste. Auch die Art und Weise, wie da belagert wurde und vor allem, wie auch von der Polizei, zionistischen, gewaltbereiten Akteuren Platz und Raum verschafft wurden, um da wirklich krasse Anschläge zu verüben auf die Leute, die da protestieren. Kann man alles im Internet nachschauen, wenn man sich so ein bisschen auf Instagram oder so darauf auf die Suche macht. Müssen wir jetzt hier auch nicht zeigen. Aber die Universitäten sollten geräumt werden, die Protestierenden mit Verfahren wegen Volksverhetzung, Antisemitismus, Widerstand gegen die Staatsgewalt überzogen werden. Und das ist natürlich dann auch in Berlin letzte Woche so passiert. In Berlin wurde die FU besetzt. Beziehungsweise die haben sich vor die FU, vor das Hauptgebäude, glaube ich, gesetzt. Das war das Hauptgebäude, ne? Da bin ich, glaube ich, nicht, da liege ich nicht falsch. Ich war zwar nicht an der FU, aber ich war mal da. Ganz kurz will ich mal, und dann kam natürlich auch relativ schnell hat sich die Unileitung gemeldet und hat gesagt, das geht so nicht. Die muss sofort geräumt werden. Und natürlich, wen ruft man da? Deinen Freund und Helfer. Schlag ihn tot und hilf dir selber. Wo ist es denn jetzt? Ah, hier, dein Freund und Helfer, die Polizei. Hier mal ein paar Bilder von der Aktion dann. Die sind bei 1312 mitgemeint. Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Deutschland, verrecke, Bomber Harris. Man sieht es, glaube ich, gar nicht. Warum sagst du denn nichts? Weil ich jetzt erst merke, dass man es nicht sieht. Okay, dann zeigen wir es nochmal in Ruhe. Alles gut, alles gut. Alright, dann zeigen wir es nochmal in Ruhe. Fangen wir von vorne an. Alles gut. Los geht's. Sieht man es jetzt? Ja. Naja, man hat schon genug Videos davon gesehen. Wir müssen uns das jetzt nicht alles zu Gemüte führen. Und also auf jeden Fall, was die Brutalität angeht und die Kompromisslosigkeit, das wissen wir jetzt von unserem Kai Wegner, dass der da auch klare Ansagen macht an seine Polizei, dass die da relativ kompromisslos vorgehen. In Bremen ist es relativ ruhig abgelaufen, so wurde mir wohl gesagt. Da hat sich die Demo auch ein bisschen ruhiger verhalten. Oder die Protestierenden haben sich auch ein bisschen ruhiger verhalten und die Polizei war wohl anscheinend auch sehr freundlich und sie haben trotzdem auf freundlichere Art und Weise den Laden halt geräumt. In Berlin wird da halt relativ schnell drauf gekloppert und der Kai Wegner, der ist dann auch sehr, sehr happy, hat sich natürlich auch sofort zu Wort gemeldet. Ich glaube sogar auch noch am Genau, jetzt kommt der Chef. Der Chef. Lesen wir mal vor, was der dazu zu sagen hat. Mein großer Dank gilt der Polizei Berlin für den konsequenten Einsatz an der FU. Unsere Universitäten dürfen niemals Bühnen für Antisemiten, Israelhasser und andere Provokateure sein. Ich wünsche den verletzten Polizeibeamten eine schnelle und gute Genesung. Marek, jetzt! Das interessiert euch alle nicht. Ihr wollt ja lieber dichten. Nein, der andere! Du dumme Sau! Genau. Das war aber nicht auf Kai Wegner bezogen. Sagt der Anwalt. Musst du aufpassen, ja. Jetzt haben sie ein Problem, weil nun haben sich zahlreiche Hochschullehrer der Berliner Universitäten gemeldet und haben quasi irgendwie Solidarität ausgedrückt mit dem Protestcamp selbst, also mit den Inhalten des Protestcamps, sondern einfach mit dem Faktum, dass sie der Meinung sind, dass diese Art von Protest nicht kriminalisiert gehört. Ja? Also da richten sich vor allem gegen das brutale und repressive Vorgehen der Universitätsleitung. In einem kurzen Schreiben fordern mittlerweile über mehrere hundert Unterzeichner, darunter auch von anderen Universitäten aus dem Bundesgebiet und dem Ausland, statt Repression den Dialog an den Bildungseinrichtungen zu ermöglichen. Dazu will ich mal den Brief selbst vorlesen, weil das ist interessant und vielleicht kennt ihr ja auch den einen oder anderen Prof. Ich denke, wenn es darum geht, die Leute zu schützen, die da jetzt gerade im Fadenkreuz sind, vor allem die Leute, die halt protestiert haben und wahrscheinlich demnächst auch mit den bösesten Klagen irgendwie überschüttet werden, macht es schon Sinn, da zu unterstützen, wenn man unterstützen kann. Also wenn ihr irgendeinen Professor oder so kennt, der Interesse hätte,
hier dran teilzunehmen. Dann, der Brief ist öffentlich verfügbar. Den Link werden wir auch nochmal unten posten. Der ist auch recht kurz, aber wenn man sieht, das sind schon recht viele mittlerweile. Das sind jetzt insgesamt schon 300 Leute. Als Lehrende der Berliner Hochschulen verpflichtet uns unser Selbstverständnis dafür, unsere Studierenden auf Augenhöhe zu begleiten, aber auch zu schützen und sie in keinem Fall Polizeigewalt auszuliefern. Unabhängig davon, ob wir mit konkreten Forderungen des Protestcamps einverstanden sind, stellen wir uns vor unsere Studierenden und verteidigen ihr Recht auf friedlichen Protest, das auch die Besetzung von Unigelände einschließt. Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind grundlegend demokratische Rechte, die auch und gerade an Universitäten zu schützen sind. Angesichts der angekündigten Bombardierung Rafahs und der Verschärfung der humanitären Krise in Gaza sollte die Dringlichkeit des Anliegens der Protestierenden auch für jene nachvollziehbar sein, die nicht alle konkreten Forderungen teilen oder die gewählte Aktionsform für nicht geeignet halten. Es ist keine Voraussetzung für grundrechtlich geschützten Protest, dass er auf Dialog ausgerichtet ist. Umgekehrt gehört es unseres Erachtens zu den Pflichten der Universitätsleitung, solange wie nur möglich eine dialogische und gewaltfreie Lösung anzustreben. Diese Pflicht hat das Präsidium der FU Berlin verletzt. Sorry, der Text ist weit weg, indem es das Protestcamp ohne ein vorangehendes Gesprächsangebot polizeilich räumen ließ. Schon eine krasser Bitch-Move, muss man schon echt sagen, ey, von der Unileitung, ja, die nicht mal irgendwie dahin geht und mit den Leuten erstmal redet, sondern direkt sagt, Props, kommt, macht es sauber. Das verfassungsmäßig geschützte Recht ist, sich friedlich zu versammeln, gilt unabhängig von der geäußerten Meinung. Die Versammlungsfreiheit beschränkt zudem nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Fraport das Hausrecht auch für Orte, die, wie wohl auch der Universitätscampus der FU Berlin, öffentlich zugänglich sind und vielfältigen darunter öffentlichen Zwecken dienen. Wir fordern die Berliner Universitätsleitung auf, von Polizeieinsätzen gegen ihre eigenen Studierenden ebenso wie von einer weiteren strafrechtlichen Verfolgung abzusehen. Der Dialog mit den Studierenden und der Schutz der Hochschulen als Räume der kritischen Öffentlichkeit sollte oberste Priorität haben. Beides ist mit Polizeieinsätzen auf dem Campus unvereinbar. Nur durch Auseinandersetzung und Debatte werden wir als Lehrende und Universitäten unserem Auftrag gerecht. Wow! So, naja, gar nicht so schlecht. Natürlich drehen jetzt alle am Rad. Und also die sich sofort zu Wort gemeldet hat, ist die Bildungsministerin, die sich natürlich dafür verantwortlich sieht. Und auch in der Jüdischen Allgemeine hat die das geschrieben. Aber ja, hier auf Twitter vielleicht, seht ihr das schon? Ja, die Stark-Wanzinger, krass. Brutal, auf jeden Fall. Ja, das Statement der Lehrerin in Berlin erschüttert. Ich bin von dem Statement der Lehrerin in Berlin erschüttert. Statt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, werden Unibesetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost. Weder Antisemitismus noch Gewalt dürfen toleriert werden. Wenn man sich dann den Text aus der jungen, ja, das ist aus der Bild, damit, übrigens ganz interessant in diesem Artikel der Bild, die Bild übrigens ganz vorne weg, wenn es um die Hetze, nochmal eskalierend auf jeden Fall in der letzten Woche, wenn es um die Hetze gegen diese Protestierenden dann ging. Und wenn man da ein bisschen runterscrollt, dann sieht man da auch wen? Volker Beck mit einer Aussage. Das ist natürlich dann auch nochmal eine passende. Wer ist Volker Beck? Ich kenne nur Volker Crack. Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Ja, in der Jüdischen Allgemeine, da schreibt sie dann nochmal ein bisschen ausführlicher und klagt dann wirklich diese Lehrenden an und sagt, dieses Statement von den Lehrenden an der Berliner Universität macht mich fassungslos, statt sich klar gegen Israel und Judenhass zu stellen, statt sich klar gegen Israel und Judenhass, man könnte das ja auch so lesen, aber da ist ein Bindestrich, na gut, statt sich klar gegen Israelhass und Judenhass zu stellen, werden Unibesetzer zu Opfern gemacht und Gewalt verharmlost, sagte die FDP-Politikerin der Bild-Zeitung. Dass es sich bei den Unterstützern um Lehrende handelt, ist eine neue Qualität. Gerade sie müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Da hört man doch dann irgendwie schon das Berufsverbot schreien, irgendwie auf jeden Fall irgendwie ein Instellung bringen von rechtlichen Mitteln gegen diese Leute. Ja, mal schauen, ob die dazu in der Lage sein werden. Fuck! Off! Bild kloppt natürlich vorne mit drauf. Volker Beck, natürlich all diese Verrückten in den USA, auch außer Rand und Band die Reaktion. Es gibt den einen Republikaner, beziehungsweise die eine Gruppe der Republikaner, die jetzt im Haus einen Gesetzesentwurf verabschiedet haben, nachdem sie diese Protestierenden, die da gegen die Gewalt in Gaza protestieren, indem sie die Uni-Gebäude besetzen,
die in der Lage sein wollen, abzuschieben, und zwar wohin? Nach Gaza. Mit der Aussage, dass sie dort dann von Israel selbst auf die Fresse kriegen. Ja, ist vielleicht nicht das beste Argument, um Israel zu verteidigen, indem man den Leuten droht, dass sie selbst von Israel irgendwie abgemeuchelt werden. Da weiß man dann ja schon, wo man sie hinschickt. Aber sowas kursiert da jetzt mittlerweile ganz offen. Nicht, dass so ein Gesetz irgendwie eine Chance hat, da durchzukommen, aber dass das schon seinen Weg auf den Tisch findet dort. Das glaube ich nicht. Ja, Lügen gelogen wird ohne Ende. Da wird dann, wie gesagt, Hostile-Actors werden und irgendwelche Diffamierungen werden umgeworfen. Zionisten in aller Welt beteiligen sich dann an den Antidemos. Gibt es auch Videos, muss ich nicht zeigen, aus Amsterdam, wie dann irgendwie Zionisten mit Feuerwerkskörpern auf die Leute losgehen. Auch in Berlin gibt es am Freitag eine zionistische Kundgebung. Fridays for Israel heißt das, sehr kreativ. Ja, und eine Sache will ich dann doch noch zeigen, weil auch das Auswärtige Amt hat sich jetzt nochmal. Zu Wort gemeldet. Also, das muss man sagen, die Regierung hat sich da noch nicht, also vor allem der Staat im Großen, zu geäußert. Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen erstmal verebben und ein bisschen ruhiger werden. Aber nächste Woche gehen wir mal davon aus, dass da vielleicht ein bisschen mehr kommt. Aber Auswärtiges Amt, hier ein Instagram-Post ist das, glaube ich. Da ist dieser die Quote, All Eyes on Rafah, Ausrufezeichen, mit einem Bild einer Bombenexplosion in vermeintlich Gaza. Und dann steht dann drunter, wir hören euch und was wir tun, mit dem Finger runter zeigend auf die Beschreibung des Bildes. Und dort wird dann erklärt, ja, wie sehr sie sich schon irgendwie sorgend und helfend an Israel und an die Palästinenser wenden. Und ein letzter Satz, mit dem das Ganze dann aber abschließt, ist dann auch nochmal lustig. Um das nochmal ganz klar zu sagen, Israel hat das Recht, sich gegen Terroristen zu verteidigen, wie jedes andere Land. Auch Hamas schießt immer noch Raketen auf Israel, gerade erst gestern wieder auf Kerem Shalom. Kerem Shalom ist übrigens der Grenzübergang in Rafah, der gegenwärtig eingenommen wurde von den Israelis mit Panzern und heftigsten Militärgerät, auf das jetzt geschossen wird von der Hamas. Ja, oh Wunder. Also Kerem Shalom, also ausgerechnet einen der Grenzübergänge, über den humanitäre Hilfe nach Gaza hineinkommt. Ja, genau. Die wollen die humanitäre Hilfe verhindern. Die wollen nicht etwa die Israelis da angreifen. Das zeigt, dass Hamas das Schicksal der Palästinenserin völlig egal ist. Deutschland, naja. Du mieses Stück Scheiße. Wie gesagt, der kommt heute öfter. Ja. Er ist ja auch an sich einfach schön wahr. Ja, es gibt dann, man kann dann gleichzeitig, in dieser Woche habe ich auch einiges an Pro-Israel, hier kann man wirklich sagen, Pro-Israel-Propaganda dann auch gesehen, Bildticker, es gibt seit dem 7. Oktober, gibt es so einen Bildticker, wenn man auf der Bild-Webseite ist und runterscrollt, da ist so ein Israel-Ticker. Der produziert nur Garbage-Posts und Nachrichten zu Israel. Wenn man sich das mal anschaut, dann, also wenn man mal irgendwie aktiv Magengeschwür produzieren möchte, guck da mal rein. Der Bildticker oder ja. Ich möchte nur ganz kurz ergänzen, weil die Bild-Zeitung spielt da ja wirklich eine ganz, ganz, wie soll ich sagen, eine fast führende Rolle. In Orchestrieren fast, ne? Ja. Und das liegt daran, im Axel Springer Verlag, da gibt es ein Statuteprogramm. Und in diesem Statuteprogramm ist der Zionismus eingeschrieben, ganz offiziell. Also das ist wirklich deren Verlagslinie. Nur, dass das allen bewusst ist. Es geht nicht darum, dass die irgendwie jetzt opportunistisch auf was aufgleisen oder was, sondern der Springer Verlag ist in sich bewusst und mit Absicht radikal zionistisch. Ja, machen wir die Box jetzt nicht auf. Jüdische Allgemeine hat einen Artikel gebracht, könnt ihr euch auch angucken. Wahnsinniger Text. Also nicht, dass ich irgendwer bin, der irgendwas von einer, falsches Bild hier. Diese Jüdische Allgemeine, genau, der irgendwas von einer Zwei-Staaten-Lösung hält, aber ein Text, der quasi, ja, die Unmöglichkeit der Zwei-Staaten-Lösung, die Zwei-Staaten-Lösung als eine Chimäre, als eine Forderung von so UN-Leuten wie Antonio Gutierrez, die gar nicht mehr realistisch ist. Ich glaube, 140 Länder der UN sind gegenwärtig on record, dass sie für die Zwei-Staaten-Lösung eintreten, inklusive, by the way, Israel und die USA, ganz offiziell, ist das immer noch so. Aber eher so vor dem Hintergrund, ja, mit denen kann man keine zwei Staaten machen. Und wenn die dann ihren eigenen Staat haben, na, wir sollen hier übrigens auch Volker Beck wieder. Ist doch auch lustig. Sag doch einfach Volker Craig. Und er, ja, was sagt Volker Beck hier drin mit seinem Tweet, den die dann hier reingepostet haben? Wie will ich mit diesen Banden eine Zwei-Staaten-Lösung machen? Ja, und dann zeigt er natürlich diese brutalen Palästinenser, diese Monster, mit denen man das alles nicht machen kann. Das sei also alles gar nicht so einfach. Und so ändert. Fuck!
So endet der Text dann auch. Ja, Zwei-Staaten-Lösung, schöner Traum, schöne Chimäre, aber eh nicht machbar. Und naja, die Konsequenz aus dem Titel ist dann, ja, dann ist es halt entweder, bleibt es halt entweder diese Apartheid oder die ethnische Säuberung oder halt das, was jetzt gerade stattfindet. Aber ja, was anderes ist da für den Genossen nicht zu denken, auf jeden Fall. Eine Sache will ich noch erwähnen, weil das ganz interessant ist, bevor ich zu meinem Abschlussplädoyer komme. Die jüdische Stimme wurde diese Woche auch angeschrieben von dem RBB. Die sollten sich nämlich mal äußern zu solchen Sachen. Der RBB wollte dazu was sagen und die jüdische Stimme hat da eine ganz coole Antwort. Also ich finde, ganz, ganz passende Antwort gebracht und die könnte ich auch einmal vorlesen. Die Journalisten des RBB haben uns eine Anfrage per Mail geschickt, sagt die jüdische Stimme. Und die Anfrage lautet wie folgt. Guten Tag, hier schreibt Ihnen Marie Röder vom RBB für die Sendung Kontraste. Die Reporter vom 15.05.2024 recherchiere ich mit meinem... Punkt überlesen. Entschuldige. Für die Sendung Kontraste, die Reporter vom 15.05.2024 recherchiere ich mit meinen KollegInnen Silvio Duwe und Nathalie Deiber zu Antisemitismus in Deutschland. In dem Beitrag geht es auch um Ihren Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Daher möchten wir Sie bitten, zu den unten aufgeführten Fragen bis zum 9.05. um 12 Uhr Stellung zu beziehen. Udi Ras, einer ihrer Vorstandsmitglieder, behauptete am 29.03. in einem Instagram-Video, und da gibt es einen Link, was behauptete der? Die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost sei eine der größten jüdischen Organisationen Deutschlands. Stimmen Sie dieser Aussage zu? Wie viele Mitglieder zählt Ihr Verein? Im oben genannten Video behauptet Ihr Vorstandsmitglied Udi Ras außerdem, unlike the leadership of Hamas, for example, Germany's government does not differentiate between Zionism and Judaism. Also, anders als die Führung der Hamas unterscheidet Deutschlands Regierung nicht zwischen Zionismus und Judaismus. Und jetzt die Frage an die jüdische Stimme. Sehen Sie in dieser Aussage eine Relativierung der Terrororganisation Hamas? Stimmen Sie dieser Aussage Ihres Vorstandsmitglieds zu? Wenn ja, inwiefern? Verurteilt Ihr Verein den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023? Ihrem Verein wird unter anderem aufgrund Ihrer Mitwirkung am Palästina-Kongress Antisemitismus vorgeworfen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Danke, danke und mit furchtbar freundlichen Grüßen, Marie Röder. Und das ist jetzt die Antwort von der jüdischen Stimme. Sehr geehrte Frau Röder, sehr geehrter Herr Duwe, sehr geehrte Frau Deiber. Wir bekommen relativ selten Anfragen von der deutschen Presse, sind hingegen sehr mit Interviews für US-amerikanische, britische, japanische, norwegische, italienische, kroatische und so weiter Medien beschäftigt. Deswegen haben wir uns über Ihre Anfrage gefreut. Die Freude währte allerdings nur kurz, weil Ihr Fragenkatalog eher einem Verhör ähnelt als einer journalistischen Arbeit mit echten Menschen. Wir haben mit keiner der Journalisten aus den oben genannten Ländern oder Medien so eine feindselige Herangehensweise erlebt und wurden nie mit solchen Ja- oder Nein-Fragen konfrontiert, eher mit neugierigen Fragen von Menschen außerhalb Deutschlands, die den Kopf schütteln über die Anmaßung deutscher Journalistinnen aus staatlichen Sendern und Institutionen mit Nazi-Hintergrund, die Juden und Jüdinnen Antisemitismus vorwerfen, um mit ihnen auf eine so entmenschliche und respektlose Art und Weise umzugehen. Wenn wir Ihren Fragenkatalog beantworten würden, unabhängig vom Inhalt der Antworten, bedeutet dies, dass wir uns von Ihrem Verhör unterwerfen und diese Missachtung akzeptieren. Das werden wir natürlich nicht tun. Wenn Sie möchten, können Sie diese Antwort in Gänze zitieren. Wir untersagen Ihnen aber, sie in Teile zu zerlegen und werden sie auf jeden Fall auch publik machen. Der Vorstand der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Jetzt will ich den Shit. Ja, sehr, sehr nice Antwort. Enjoy your day, sir. Wahrscheinlich auch so ziemlich die richtige Antwort überhaupt, die man da auf sowas geben kann. Okay. Zusammenfassung, Ausblick. Ja, die Ereignisse der letzten Tage und Wochen sind mal wieder ein Lehrstück in vielerlei Hinsicht. Zunächst einmal bemerkt, weil mir jemand gesagt hat, ja, was sollen denn diese Proteste bringen? Diese Leute, die sich da hinsetzen, das bringt doch alles gar nichts, das führt doch zu nichts. Ist doch eigentlich egal, warum macht man sowas überhaupt? Naja, eins kann man auf jeden Fall schon festhalten an der Reaktion von Staat und seinen Vertretern und seinen Fans und seinen Medien. Egal ist es dem Staat anscheinend nicht, sowohl in Deutschland nicht als auch in den USA. Die sind da sehr, sehr besorgt und die machen da sehr, sehr schnell Tabula Rasa, wenn das sein muss. Also irgendeinen Grund dafür gibt es schon und in Bedrängnis sieht sich der Staat da auch.
können wir gleich mal nochmal drüber reden, was da eventuell vielleicht sogar den einen oder anderen Kipppunkt gerade andeuten könnte, wenn man das vielleicht positiv sehen will. Zunächst mal ein Lehrstück vorüber eigentlich. Naja, einmal, was der Staat, was der deutsche Staat über Völker- und Menschenrechte und die selbst erklärt, ja, über die selbst erklärte Verteidigung dieser, die Weltpolizei, die sie sich ja irgendwie auf die Brust schreiben, was die damit eigentlich meinen. Wenn sich dann Leute da hinsetzen, die sagen, ja, aber Völker- und Menschenrechte vielleicht dann auch für die Palästinenser, da sieht es dann doch nochmal irgendwie anders aus. Den Stellenwert der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, was das denn bedeutet, ne? Wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel in Russland oder in China irgendwelche Proteste sieht, die niedergeboxt werden und niedergeknüppelt werden, dann ist es natürlich ein großes Beispiel dafür, dass das eine Diktatur und keine Demokratie ist. Wenn das dann allerdings hier in Deutschland dann auch mal vorkommt, dass sich tatsächlich ein Protest, muss man ja sagen, kommt nicht so oft vor, aber sich tatsächlich dann ein Protest gegen die ja innerlichste Staatsräson des Staates wendet, wie schnell da dann auch der Knüppel aus der Tasche kommt, na, ist auch interessant. Die Wahrheit über die Mitbestimmung und Diskussionskultur deutscher Universitäten, ja, ja, die sehen sich als die demokratischen Vorreiter und wie sie das definieren, was die Demokratie da ist, die sie da gelebt haben wollen, haben sie dann auch einigermaßen demonstriert. Den Missbrauch der Holocaust, ja, des Holocaust selbst, darüber haben wir in der letzten Folge zu den Antilopen auch nochmal ausführlich gesprochen, guckt euch das an. Aber überhaupt wie Antisemitismus, wie der Holocaust selbst als Rechtfertigung staatlicher Repression gegen ja eigentlich Regierungsgegner, also Leute, die sich gegen die Regierungsgegner, Regierungslinie stellen, wie der benutzt wird. Naja, und dann vielleicht den geistigen Zustand deutscher Universitäten und vor allem ihrer Leitung. Also seit wann sind deutsche Unileitungen, also vielleicht bin ich da auch einfach nur idealistisch, aber seit wann sind die eigentlich dafür da, ihren Studenten irgendwie Staatstreue und die politische Linie des Staates irgendwie einzuprügeln. Also auch das ist doch nochmal wirklich, vielleicht auch nicht, aber so in früheren Studentenprotesten habe ich sowas in dieser Vehemenz habe ich noch nicht gesehen. So, wie könnte das weitergehen? Ich habe gerade gesagt, vielleicht ist es ein Wendepunkt. Ich habe einfach überlegt, naja, ich will jetzt auch keine falschen Hoffnungen schüren, also an der Situation in Gaza und werden die Protestcamps natürlich nichts ändern. Also so soll das jetzt nicht gesagt sein, aber gegen so eine breite Unterstützung von so wirklich Lehrkräften an Universitäten, die sich da jetzt aufstellen und sagen, ey, wir wollen jetzt hier aber auch uns mal solidarisch zeigen und wir machen da auch mit. Und wenn das eventuell auch noch eskaliert und sich dann auch vielleicht der ein oder andere Student sagt, na gut, dann machen wir aber auch mit den Protestcamps weiter. Ja, was soll denn der Staat dann machen? Soll der, will der dann wirklich dann diese hunderte Berufsverbote erlassen? Will der dann wirklich das durchziehen? Also das sind dann ja auch teilweise Leute, die sich gar nicht als pro-palästinensisch bezeichnen, haben sie ja auch ganz offen gesagt, sondern also einfach Leute, die sagen, ey, solche Camps, diese Formen des Protests, die muss hier möglich sein, was soll denn der Scheiß so in der Richtung, ja? Und wenn sich dann da jetzt noch einige Studenten anschließen, mag der Staat mit einem echten Problem konfrontiert sein, wenn er das irgendwie unter Kontrolle kriegen will. Und dann steht er eventuell vor einem Dilemma, will er die weitere Marginalisierung, denn darum geht es ja, die Marginalisierung der Israel-Kritik jeder Bewegung, die irgendeine Form Israel-Kritik irgendwie auf dem Programm hat, die weiter zu marginalisieren und die weiter in die Ecke zu stellen. Will er die weiter mit aller Gewalt durchziehen und sich damit selbst vielleicht immer mehr auch an die Grenzen seiner eigenen rechtsstaatlichen Befugnisse, an die er sich auch halten will, ja, bringen? Oder wird er ab einem gewissen Punkt Eingeständnisse machen müssen, machen wollen und seine Linie des unkonditionellen, ja, Rückenfreihaltens für Israel quasi relativieren? Vielleicht muss er das dann auch. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und so viel dann zu meinem Überblick zu diesem Thema. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.